Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Ja, das Spiel hat sich eben wieder aufgehängt, nachdem ich den letzten Part beendet hatte, aber zum Glück hatte ich hier ein Autosave. Und habe jetzt einfach nochmal gespeichert. Guck mal, was es hier alles gibt. Eine Tankstelle, ganz viele Häuser, ziemlich verfallene Häuser. Aber es scheint ja ein hübsches Städtchen zu sein. So, wir gucken uns mal ganz kurz die Karte an. Okay, die Weltkarte. Sie soll zwar ein bisschen kleiner sein. Ja, man sieht's auch. Sie ist ziemlich klein im Gegensatz zu Fallout 3. Da war das Ding, glaube ich, bestimmt dreimal so groß. Aber dafür hat es viel mehr Dinge zu bieten, viel mehr Orte zu entdecken. Was haben wir hier? Mojave Drive-In. Das ist wohl Canyon Wrack. Ja, das sind wohl die Add-on-Dinger, die DLC-Dinger. Nordpassage. Das hier sieht interessant aus, wie ein Krater. Also ich sag mal so, als ich es damals gespielt habe, ich bin, glaube ich, einmal hier runter und dann wieder hier hoch. Hierhin, irgendwo ist hier noch eine Stadt gewesen. Da hatte ich mir so ein Hotelzimmer eben gemietet, keine Ahnung. Und dann war es das. Also, ich sag mal so, spätestens ab Part 5, 6 vielleicht wird's blind. Mal gucken. Ich bin schon gespannt darauf, Leute, wie lange ich brauche. Aber ich werde euch informieren, keine Angst. Bin auch schon sehr gespannt darauf, was uns hier alles erwartet. Aha, warte mal, die habe ich mir... Nee, nicht erkannt. Ich will nicht erkannt werden. So, das habe ich mir geklaut. Ich meine, ist nicht nett. Ich werde ja auch wieder einen guten Charakter spielen. Ihr wisst ja, wie ich das immer mache. Aber gerade am Anfang finde ich es wichtig, ein paar Rohstoffe zusammenzukriegen. Und das hier ist alles so ein bisschen... Ja, so süffisanter Humor. Also, da wird sehr, sehr salopp mit dem Tod umgegangen. Und von daher, wenn ich mir da jetzt ein bisschen was klaue und die Leute hier bestehle, interessiert eh kein Schwein. Von daher, nehmt das nicht so ernst. Auch wenn ich mal hier Leute zerspratze und dann wieder fies lache. Das kennt ihr ja wahrscheinlich. So, ich wollte mal ganz kurz auf das Project Nevada eingehen. Ja, ich weiß, jetzt macht er wieder ein Menüs rum. Heieiei. So, Project Nevada. Die Bullet Time werde ich, ich weiß nicht, kann man drin lassen. Auf jeden Fall kostet mich das Aktionspunkte. Ja, ich bräuchte jetzt eigentlich nicht. Dynamisches Fadenkreuz stelle ich mal aus. Enhanced Vision. Night Vision, Heat Vision, EM Vision toggelt bei Hotkey. Grenade Hotkey, Sprint machen wir aus. Ja, das finde ich unnötig. Kostet auch wieder Punkte und sieht irgendwie nicht so schön aus, ehrlich gesagt. Ich laufe lieber normal rum. Enhanced Zoom, Enhanced Stealth Field, Chargeable Weapons, Slower Backpedaling. Das machen wir auch aus. Ich möchte rückwärts bitte schnell laufen können hier. Auch wenn es unrealistisch ist. Health Visuals, lassen wir mal an. Visor Overlays, ja, das hatte ich. Ich hatte da eine Brille an und da habe ich überall so verschmierte Stellen und Sprünge gesehen, das fand ich nicht schön. Ich weiß, auch wieder unrealistisch, aber Periodic Sound Effects, oh, das lassen wir mal. Dust and Sleep Deprivation. Deprivation. Ja, vielleicht gähnt er dann oder hat Magenknurren und, na, aha. Mit Explosionen kann ich Türen aufsprengen, das ist ja lustig. Oh mein Gott, the icons are moving. Dieselbe one it gets old. Logo Animation. Kommen wir mal aus. Inventory Sorter mache ich mal an. Das ist sehr hilfreich. Auch wenn die ganzen Kürzel Englisch sind. So, Grenades. Was? Quick Select. Ja, okay. Bullet Time Indicator. Whenever Bullet Time is active. Okay. Ja, komm, das lasse ich jetzt mal alles so. So, die Balance. Charakter. Experience Gain lassen wir 100%. Skill Point Mod lassen wir auch. Die Perks stelle ich auf Level. Also auf jeden Level. Ich weiß, das ist nicht so gedacht vom Spiel, aber ich meine, in Fallout 1 war es ja, glaube ich, auch so. In Fallout 3, da hat man auch auf jedem Level was bekommen. Dafür lasse ich hier die Action Points ein bisschen geringer. Ebenso das Gewicht. Was? Nee, Carry Weight, das lassen wir auf 150. Also die Base Value. Ich meine, auch das ist wieder ein bisschen unrealistisch, dass man so viel mit sich rumtragen kann, aber... was? Strength Multiplicator. Ja, okay, das wird jetzt hier ein bisschen anders gerechnet. Das mache ich aber auch wieder runter auf Vanilla. Ja, ich weiß, man könnte jetzt sagen, Bruger, warum spielst du überhaupt mit Addon, wenn du eher das auf Vanilla spielst? Aber, ja, anfangs will ich es dann doch so haben, wie es gewollt ist. Ich werde nur den anderen Kram ein bisschen schwerer machen. Player Endurance Multiplicator. Ja, seht ihr, das ist runtergesetzt auf 10, lasse ich so. NPC Endurance 7, das heißt, die haben mehr Lebensenergie. Ich habe halt weniger. Ah, das ist okay, so Minimum Damage, Damage Threshold. Ja, ich bekomme mehr Schaden, ich mache weniger Schaden. Ja gut, das lasse ich mal alles, wie es gedacht ist. Maximum Angle, ja. So, lassen wir auch so. Loot Rarity,
Ja, komm, die stelle ich mal wieder auf voll. So schwer brauche ich es dann doch nicht, wenn ich schon auf schwer spiele. Da will ich, wenn schon, meinen Loot haben, ne? Warte mal, wo war der? 75, ne? Ja. Nö, nö, also dann will ich schon wenigstens meine Loots für Waffen und Munition, beziehungsweise ist das ja nur Munition. Ja, hier, Chance Common für Munition. Ich meine, ich kann es mir auch unnötig schwer machen, ne? Und gerade wenn ich es blind spiele, ist das vielleicht ein bisschen ungeil. Food Healing lasse ich mal auf ja. Weil ich weiß noch nicht, in Fallout 3 hatte ich ja sehr, sehr viel Stimpacks zum Schluss, aber hier weiß ich halt nicht, ne? So, hier sehen wir, wie hoch unsere Ansprüche wachsen jeden Tag. Also Schlaf, Thirst und Hunger. Schlaf, Hunger, Durst. Karma Message lassen wir, lassen wir, lassen wir. Dismember Chance. Also wenn, dann will ich schon ein bisschen Splatter. Ich habe auch diese Eve-Effekte drinnen. Das heißt, da sieht man eben mehr Blutspritzer. So, sagen, das reicht. Machen wir so. Make it so. Und speichern, weil vielleicht haut es mich gleich wieder raus. So, die Werkbänke werde ich erstmal nicht. Da brauche ich, glaube ich, Skills. Ich glaube, für den einen brauche ich Reparatur oder so. Das werden wir alles noch sehen. So, mit dem werden wir auch noch reden. Moin. Oh. Platz, Cheyenne. Keine Sorge. Sie beißt nur, wenn ich es ihr sage. Das ist ja beruhigend. Ja, Doc Mitchell meinte, dass sie mir beibringen können, in der Wüste zu überleben. Ja, ich kann Ihnen wohl das eine oder andere beibringen. Klingt, als ob Sie nach dem, was man Ihnen angetan hat, jede Hilfe brauchen können. Treffen Sie mich draußen, hinter dem Saloon. Mhm, na gut. Es sei noch dazu gesagt, am Anfang werde ich halt ein bisschen mehr in den Menüs rumfummeln und gucken, was ich alles machen kann. Oh, selbst ist der Mann. Aber später wird sich das alles geben, Leute. Ihr wisst ja, ihr habt ja Fallout 3 vielleicht schon gesehen bei mir. Sonst ist es halt... sonst müsste man halt fragen, warum ihr das jetzt seht und ich Fallout 3 vorher. Na gut, vielleicht schon allein wegen der Qualität. Weil das war ziemlich bescheiden. Also Tonqualität, die fand ich jetzt ziemlich schrecklich bei mir damals. Rauschendes Mikro und... keine gute Bildqualität einfach mal. Naja, ist jetzt alles viel schöner geworden, hoffe ich. So. Sehen Sie die Sarsaparilla-Flaschen da auf dem Zaun? Nehmen Sie das hier und treffen Sie ein paar davon. Okay. Oh, das ist die Bullet Time übrigens. Jetzt habe ich C gedrückt, obwohl ich da ducken wollte. Warum sieht denn die Waffe so scheiße aus? Ja, so hocken Sie sich. Guter Tja, das ist schon mal ein Anfang. Aber Sie sind wohl nicht hergekommen, um gegen Sarsaparilla-Flaschen zu kämpfen. Doch. Ich sage Ihnen was. Ich muss ein paar Geckos von der Wasserquelle vertreiben. Scheint die Viecher immer anzulocken. Wollen Sie mitkommen? Ich will die ganze Weltbevölkerung von Sarsaparilla-Flaschen auslöschen. Wenn man von Bevölkerung reden kann. Na gut, ich bin dabei. Folgen Sie mir. Es ist nur ein kleines Stück südöstlich. Ich muss sagen, Ihr Gesicht sieht viel besser aus. Also ich hatte vorher diesen Character-Overhaul nicht und das sah ziemlich schlecht aus dagegen. So, warte mal, ich werde aber diese nutzen. Warum ist die Waffe so dunkel? Irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Ich glaube, mir hat es irgendeine Textur zerbixt. Ja, das ist nicht normal, dass die so dunkel ist. Ja, das war schon mal der erste Aufhänger. Wird noch lustig werden, Leute. Da kommen noch einige, schätze ich mal. Aber es ist ja nicht so wild. Ich werde einfach öfter speichern, dann läuft das. So, so sieht übrigens die Karawanschrotflinte aus. Guck mal, die hat eine Schraube übrigens als Kimme. Als Korn. So, die Kimme ist ja das vorne. Und das woanders. Ihr wisst ja, was eine Kimme ist, hoffe ich. Wo kommt das eigentlich her? Das ist doch eigentlich nur so eine Spalte eben. Ne? Eine Kimme ist eine Spalte, wenn man so will. Aber ich find's lustig. Das ist halt so ein bisschen behelfsmäßig. Warum zittert denn das so? Ich bin das nicht übrigens. Ja, zittert. Keine Ahnung, der Typ. Vielleicht habe ich ja. Vielleicht ist das ja schon eine Auswirkung vom Hunger oder Durst. Kann ja sein, ne? Wäre cool auf jeden Fall, wenn man das so merkt. So, ich gehe jetzt übrigens nicht auf die Charakteranimation ein. Ne? Ihr seht's. Auch wie sie läuft und wie der Hund läuft. Ich glaube, das kommt noch nie gut. Ich habe da auch eine Mod gesucht, aber irgendwie gibt's da nichts, was die Animationen angeht. So. Soweit kenne ich mich noch aus. Haben Sie das oben auf der Anhöhe hinter mir gehört? Wir müssen mit ein paar Geckos aufräumen. Kleine Monster sind das. Doc Mitchell behandelt mehr Geckobisse als irgendwas anderes. Schauen wir mal, ob wir näher herankommen. Wenn wir leise sind, dann können wir sie überraschen. So trifft man leichter was Lebenswichtiges. Ich könnte jetzt schleichen. Sieht komisch aus, aber ich muss es nicht. Deswegen lasse ich es auch, weil so bin ich schneller.
Moin, komm her, du Vieh. So, ich zeige euch mal den Bullet-Time-Modus. So. Du Dreckvieh. Yes. Das wäre, glaube ich, in der deutschen jetzt... Oh, guck mal, das ist dieses Project Eve, das ist noch so ein bisschen spratzelt. Ich glaube, das wäre in Project Eve jetzt nicht drin gewesen. Oh, warte mal, wie viel Gewicht habe ich denn überhaupt dabei? Also wie viel? Bis 200 geht's. Na gut, ich hoffe mal, das reicht. Letztes Mal, als ich hier war, da hatte ich keinen Platz mehr, weil ich habe vorher nichts verkauft. Sie kriegen den Dreh langsam raus. Es gibt noch zwei Brunnen, bei denen wir aufräumen müssen. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Wäre mir ein paar Kronkorken wert. Ja klar, komme ich mit. Sollte nur ein paar Minuten dauern. Insbesondere, weil wir zu zweit sind. Kommen Sie mit. Alles klar. So, dann wollen wir mal gucken. Irgendwie habe ich festgestellt, obwohl mich eigentlich Wasser heilen soll, um 2 Punkte tut's das hier nicht. Keine Ahnung. Könnte auch wieder wegen der Mod sein. Also in Fallout 3 war das ja schön. Einfach eine Wasserquelle und schön saufen, dann war man irgendwann wieder voll von der Lebensenergie. Hier scheint das nicht zu gehen. Mit Project Nevada. Na los! Guck mal, ich kann auch eine Granate schmeißen. Also ein Speer. Was ist da los? Habt ihr das gesehen? Oh, habe ich Cheyenne getroffen? Nee, ich hoffe, ich habe den Hund nicht erwischt. Guck mal, der Speer hat irgendwie einen Grafikfehler verursacht hier. Oh, jetzt ist er weg. Ich habe nichts gesagt. Ja, das Spiel ist halt nicht ganz fehlerfrei, aber... Macht ja nichts. Macht ja nichts. So, sind wir fertig? Nee, ich muss noch einen. Da sind noch welche. Da sind noch mehr Geckos. Töte die Geckos. Oh, die wollen die Frau schmamschen da unten, glaube ich. Ja, die war letztes Mal schon da. Hilfe! Die sind doch schon alle tot. Ach du lieber Gott. Wenn sie nicht vorbeigekommen wären, dann wäre ich jetzt sicher tot. Ich kam her, um Wasser zu holen. Aber bitte sehr, sie sollten alles, was ich habe, kriegen. Sie sehen durstig aus. Das ist schon nett. Oh, ja, mein Ruf, der beeinflusst die Fraktionen. Es gibt viele davon. Viele Fraktionen gibt's. Ich nehme mal alles mit. Weil ihr seht, wenn der Apart davor steht, dann ist es wohl zum Craften. Und Food ist natürlich zum Essen, ne? Das finde ich das Gute an der Mod. Weil so kann ich schon mal gleich rausfinden, was ich brauche und was nicht. Gibt ja auch viel Tant, was da so rumliegt. Das war richtig gute Arbeit. Am Ende wurde es sogar aufregend. Hier, ein wenig Taschengeld für Ihre Mühen. Eins will ich Ihnen noch zeigen. Dachte mir, dass es vielleicht gut wäre, Ihnen zu zeigen, wie man sich selbst versorgt und nützliche Dinge herstellt. Interessiert? Ach ja, komm. In Ordnung. Dann brauchen wir ein paar Zutaten, um loszulegen. Wir brauchen etwas Xanderwurzel und eine Brockblume. Lassen Sie mich mal überlegen. Brockblumen habe ich beim Friedhof gesehen und Xanderwurzel gab es bei der Schule. Bringen Sie das zu mir und wir kochen los. Lass uns was kochen in der Wüste. Das ist ja nicht falsch zu verstehen, ne? Ihr wisst doch, was ich anspiele, ne? So eine bestimmte TV-Serie, die jetzt hier zwar nicht so ganz reinpasst, aber die ziemlich gut ist. So, warte mal, irgendwas war hier noch. Also letztes Mal, da kam doch irgendwie einer... ich will mal auf jeden Fall nicht mehr speichern, ne? Ist besser. Wisst ihr Bescheid? So, hier die Dosen. Ah, guck mal, Part Blechdose. Ich glaube, die brauche ich wieder für... gibt's hier wieder Nuka-Cola-Granaten? Ich meine, wir haben ja keine Quantum... Keine Quantum-Cola. Von daher... Ist halt die Frage. Gibt's hier sowas? Bestimmt, oder? So ein Äquivalent dazu. Weißt, bevor sie weiter ins Ödland vorstoßen, sollte sie... Ne, ich behalte den so. Lass ich alles, wie es ist. Bleibt alles, wie es ist. Wird sich auch nichts dran rütteln. So. Guck mal, das sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich die Wurzel da ausgebuddelt habe. Es hätte da jemand so einen Haufen hingesetzt und ich hätte so ein Loch reingeboxt. Ganz komisch. Aber die Xanderwurzel brauche ich wohl. Zum Craften. Oh, guck mal da. Da ist da wieder eine kleine Echse. Hallo. Ein junger Gecko. Oh, oh, da oben zischt was. Bleib mal hier. Ich will dir was zeigen, Kleiner. Oh, oh, da kommt der Papa oder die Mama oder sowas. Die Viecher sind ganz schön garstig, da muss ich aufpassen. Oh, hi. Wow. Ich glaube, wie es noch spratzelt. Wie in so einem Asia-Horror oder Asia-Slasher, weiß nicht. Aha. So. Ich werde hier noch nicht weitergehen. Ich will erstmal für sie den Kram holen. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon alles. Das ist doch eine Brockblume, oder? Ja, guck mal. Muss ich gar nicht mehr zurück. Aber ich will noch mal kurz zurück. Ich habe ja ein Schnellreisesystem. Und zwar nach Good Springs. Und da bin ich akzeptiert. Yay.
Das ist, glaube ich, die erste Rufstufe. Also, ne, wie schon gesagt, es gibt... ja. Wenn ihr ein Mittel dagegen wisst, dass es nicht mehr so oft abstürzt, sagt es mir bitte. Auf jeden Fall, ja, es gibt verschiedene Rufstufen und man kann sich dadurch eben Freunde oder Feinde machen. In verschiedenen Fraktionen. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, dass man mit jemandem Feindschaft oder Feindschaft schließt. Sagt man das? Feindlich wird. Feindschaft schließen ist auch Audi. Was Nettes. So Anti-Freundschaften machen. Ach, Sie sind's. Doc Mitchell hat Sie wieder zusammengeflickt, richtig? Hätte nicht gedacht, dass Sie sein Haus je wieder verlassen. Ich habe jede Menge Vorräte zu verkaufen. Auch Waffenmodifikationen und Spezialmunition. Da ist jeder Kronkorken gut angelegt, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie etwas knapp bei Kasse sind, kann ich außerdem Überschussmunition anbieten. Nichts Großartiges, aber für den Preis ganz in Ordnung. Hört sich ja toll an. Warum ist die Überschussmunition minderwertiger? Das ist das Prinzip Masse statt Klasse. Bei dieser Art von Munition muss die Waffe oft gereinigt und neu eingestellt werden. Das ist ja toll. Ja, zeigen Sie mal Ihr Angebot. Natürlich doch. Den Rest klären wir später. So, was haben wir denn hier alles? Arzttaschen sind sehr wichtig. Ne? Wie gesagt, wenn ich verkrüppelt bin oder kurz davor, dann ist das ganz gut. Geht halt nicht mehr mit Stimpacks. Ruhige Hand, Waffenstreuung reduziert. Was soll das da darstellen? Ein Schlauch in einer Flasche. Kann mir gar nicht vorstellen, was das für eine Droge sein soll. Ja, es sind ja alles Drogen im Endeffekt. Aber ich werde das mal verkaufen. Weil ich nehme keine Drogen. Habe ich auch in Fallout 3 nicht gemacht. Weil man wird da abhängig von. Nicht jetzt, weil ich irgendwie Moralapostel spielen will. Mache ich ja auch gerne mal, aber ne, hier jetzt hat's andere Gründe. So, was haben wir noch? Fernglas, Gecko-Ei, weiß ich nicht. Bringt das was? Das kann ich wohl nur verkaufen, weil da steht nichts mit Crafting oder so. Die Laserpistole verkaufe ich, die Rüstungen verkaufe ich, weil die sind sehr, sehr schwer. Die Kippen kannst du haben, die Rüstung kannst du haben. Was kannst du noch? Die Kippen. Söldner, das Granatengewehr behalte ich mal. Den Overall verkaufe ich. Ich glaube, die Kantine, das ist so eine, halt so ein Trinkfläschchen, da nehme ich immer mal einen Schluck draus und es gibt mir ein bisschen Flüssigkeit zurück. Ist jetzt nichts wirklich Wichtiges, aber es kann helfen, schätze ich. So, was haben wir noch? Stimpack. 108 kosten die. Pff. Abzocker. Boxhandschuhe. Verursacht Ermüdungsschaden. K.O. Aha. Currency, also Währung. Ja, ich kaufe mir doch kein Geld. Bin ich bescheuert. Bubblegum. Haben wir noch was? Ah, ich wollte mir was Bestimmtes kaufen. Das werdet ihr auch noch sehen. Es gibt auch noch ein Kartenspiel. Das heißt, glaube ich, Caravan oder sowas hier. Das weiß ich noch. Aber das will ich nicht spielen. Ich schnall das nicht. Also, beziehungsweise ich schnall's schon, aber ich bin da echt zu schlecht drin. Und ich mag so Minispiele meistens eh nicht in Spielen. So, warte mal, was wollte ich? Ich wollte mir nämlich Altmetall. Wo haben wir's denn? Guck mal, ein paar Trinkglas. Was kann ich da mit einem Trinkglas bauen? Eine Schaufel wollte ich mir holen, genau. Warum, seht ihr noch? Ein weiterer zufriedener Kunde. Immer mit der Ruhe. Was? Nur keine Hektik. Immer mit der Ruhe. Na gut. Im Prinzip kommt auch dasselbe raus, was er mir sagen wollte. So, speichern, weil das hat sich in dem Part schon zweimal aufgehangen. Ist das nicht toll? Ja, ist. So, hier oben zum Friedhof. Ich meine, das ist jetzt auch wieder nicht nett, was ich vorhabe. Aber, wie soll ich sagen, die Moral ist hier eh oft zweifelhaft und auch wieder mit einem Augenzwinkern zu sehen. Oh, nee. Ein Skorpion. Immer wenn es so hackt, denke ich, es hängt sich auf. Ein Rindenskorpion. Ja, das mache ich nur, dass der blöde Text da oben mal weggeht. Du bist viel. Oh, Leute, mit Skorpionen, ne? So Ratskorpione, da habe ich so ein bisschen... ich habe so meine Vergangenheit mit den Dingern in Fallout 3. So eine Geschichte haben wir ja schon alle erlebt mit denen. Oh, ich mag die nicht. Die sind mit die schlimmsten Gegner. Wo habe ich denn die ganzen Waffen? Keine Waffe hier ausgerüstet, sag mal. Nur die Pistole, oder? 9mm Pistole habe ich auch noch. Kleinkalibergewehr. Mache ich mal auf die 5. Was haben wir noch? Granatenwerfer. Mache ich mal auf die 6. Verwitterte 10mm Pistole. Ich mache die mal auf die 7. Nee, doch auf die 7. Die 9mm, die werde ich auch nicht so oft nutzen, glaube ich. Habe ich auch nur 7 Schuss für. Mhm. Sieht aber ganz nett aus, die Pistole. Also das Modell gefällt mir. So, nee. Den werde ich jetzt nicht brauchen, den Granatwerfer. Da sind nämlich nur ein paar Fliegen auf dem Friedhof, das weiß ich auch noch. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin erst alles hierher gespielt, ne? Also, ja.
jetzt ist es alles noch nicht blind und später wird's halb blind und dann wird's ganz blind. Also richtet euch drauf ein, ich sag ja Bescheid. So. Ja, wie gesagt, das letzte Mal, als ich das Spiel anhatte, ist schon 2 Jahre her oder so. Ja, Gräber schänden können wir nämlich. Das ist das, was ich sagte, was moralisch so ein bisschen verwerflich ist, aber wir müssen ja auch an uns denken, ne? Also nehmt das ein bisschen nicht so ernst, alles hier nehmen. Und so Sachen schreiben wie, Bruger, du kannst doch nicht die Leute hier ausbuddeln, das ist doch scheiße. Dann stinkt doch alles. Nein. So, komm mal her. Blöde Fliege. Ach, guck mal, es gibt auch Sammelobjekte. Schneekugel Good Springs. Sie haben eine Sonderausgabe der Mojave-Sehenswürdigkeiten Schneekugel gefunden. Diese seltenen Vorkriegsartefakte werden allgemein als wertlos betrachtet, aber es gibt Gerüchte, dass einige Sammler viel dafür zahlen. Ja, es könnte sein. Auch da möchte ich bitten, mich nicht aufzuklären, was das bringen soll. Aber ich kann mir denken, dass es sowas wie die Wackelkopfpuppen ist. Die ich übrigens auch rechts neben mir im Regal stehen habe. Was, eine Kippe? Auffällige Zigarettenkippe. Warum sind die auffällig? Hä? Weiß ich nicht. Ja, also wie gesagt, nicht so krumm nehmen, wenn ich hier die Gräber öffne. Aber mir tut's, also, ja, hier im Spiel nimmt's mir auch keiner krumm, von daher. So, ich wollte nochmal da vorne hin. Da war ich letztes Mal gar nicht, glaube ich. Oder war ich da? Wie gesagt, ist halt echt schon ein paar Jahre her. Oh nein. Oh nein. Das ist ein großer Red-Skorpion. Da will ich mal nicht hin. Nee, 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 nee. Die Kleinen sind mir schon schlimm genug, aber die Großen, die hauen mich mit einem Schlag weg, das sage ich euch. Habe ich eigentlich auf schwer gestellt? Warte mal. Nee, nicht laden. Quatsch. Optioneth. Spielmodi. Nee, ich spiel's auf normal. Ja, es gibt auch noch sehr schwer, aber... Nee, Leute, ganz ehrlich. Das hatten wir ja schon im Fallout 3. Das war... Weiß nicht. Also sehr schwer ist schon machbar, aber dann habe ich da eine halbe Stunde auf so einem Gegner rumgeballert. Das Hunde? Oh, wie gut ich schießen kann. Ja, es ist halt kein Shooter in dem Sinne. Das habe ich ja auch schon immer wieder gesagt. Denn es kommt ganz klar auf den Skill an, den man hat. Und zwar nicht den Skill, was die Maus angeht, die Maussteuerung, sondern die Attribute, ne? Wenn ich kleine Waffen irgendwie nur auf 10 habe und dann rumrenne und denke, ich treffe alles auf 100 Meter Entfernung, kannst du knicken, kennst du das? Ist das dann so eine Art Bunker? Will ich mal gucken, vielleicht... Oh Mann, diese Viecher, ne? Gibt übrigens so ein Frühwarnsystem, wenn man die ganze Zeit V drückt und sich das auf eine Maustaste legt, dann kann man die ganze Zeit den Knopf drücken und weiß immer, wenn Gegner in der Nähe sind und kann die halt umgehen, aber das will ich nicht, weil das Geräusch nervt. Oh, guck mal. Was gibt's denn hier alles? Eine Nachladebank. Ach, guck mal, da kann ich Munition zulegen, das ist ja schön. Und hier kann ich mir mit Reparieren-Skill kann ich mir dann Patronen bauen. Ja, weiß nicht, also das ist ehrlich gesagt jetzt auch so ein bisschen was, was mich damals abgeschreckt hat, denn zu viel Tiefgang ist einfach, wenn man alles so nicht unnötig, aber wenn man alles so kompliziert macht, dann schreckt mich das ehrlich gesagt fast schon wieder ein bisschen ab. White Horse Nettle, was ist das denn? Pferdennessel, Elektroschrott, nehmen wir alles mit. Blechdose. Oh, eine Machete. Mais. Ja, also das ist die Mod, dass manches halt Englisch ist. Aber ich denke mal, da muss man sich nicht dran stören. JM, das Jungsmagazin. Aha. Ich kann aus der Toilette trinken, hat aber 18 Radioaktivität. Und das Wasser ist ein bisschen zu braun. Was ist das denn? Da steht da was drauf, oder? Ach nö, das gehört nur zum Dings dazu. Sonst nichts mehr. Ach, schade. Aber hier habe ich ein Bett. Ich könnte mich also pennen legen, ein bisschen ausruhen, ne? So. Dieses Kreuz. Ist das wegen Good Springs oder was? Haben die das da aufgestellt? Sie haben mehrere Standorte gefunden. Mit der Weltkarte im Pip-Boy können Sie diese direkt aufsuchen. Das ist ja schön. Yangtze-Denkmal. Yangtze, ist das nicht ein Fluss? Ja gut, wahrscheinlich war es hier mal ein Fluss. Was ist das denn? Mysterious Sword? You're too weak to pull the sword out. Strength 8 melee weapons. Okay. Ich brauche dafür einen Skill? Ist das Vanilla? Sieht ja nicht so aus. Sieht ja aus wie so ein Elektro... Nein, nicht Elektroschwert. Wie so eine... Ja, wie das eigentlich von No More Heroes? Dieses... Elektro-Katana oder was war das? Was ist denn hier? Peace. Ausgehöhlter Fels. Ach, guck mal.
Da ist Patron. Oh, ich dachte, da kommt was. Sie nehmen ein Schlückchen aus ihrer vertrauten Vault 13 Kantine. Ach du Kacke, guck mal. Flamer Pistol, Chinese Pistol. Alles mit. Hat sich das ja gelohnt. Wie schwer bin ich? Ich muss immer auf mein Gewicht gucken hier. Das wäre ich so fett. Ich muss immer aufs Gewicht gucken. So, ich habe alles für Sunny. Mal gucken, was sie mir jetzt beibringt. Ich glaube, das habe ich noch gemacht. Ja, okay. Ihr wisst, was passiert ist. So, warte mal, bevor ich zu Sunny gehe. Irgendwo war hier doch noch das Ding, was ich zeigen wollte. Das, weswegen ich da dieses lustige Ödland teilgenommen habe. War das hier? Das war irgendwo an der Seite dieser Straße hier. Die da Richtung Süden führt. Irgendwo hier war das. Also dieser kleine Weg aus Good Springs raus. War das hier? War das? Ich höre da schon wieder Dinger. Da ist es. Ich glaube, da ist er. Ja, ich glaube, das ist er. Oder? Ist das ein Kühlschrank? Ja, kennt ihr Indiana Jones 4? Dieser unsägliche... Spielerhut 2. Ja, das ist eine Anspielung auf Indiana Jones Spielerhut. Gibt mir aber Wahrnehmung plus 1, von daher ziehe ich das Ding an. Was umherziehen da im Ödland-Outfit? Wie sieht das denn aus? Okay. Ja, Indiana Jones Hut, ne? Ja, es ist ja nicht wirklich, aber... Soll halt eine Anspielung drauf sein, ich finde es lustig. So, das Teil hier ist übrigens für die Weather-Mod. Da kann ich jetzt Stürme und Regen einstellen. Habe ich schon gemacht. Also ich habe eingestellt, dass jetzt alle 1 bis 3 Tage ein Regenfall und alle 2 bis 5 oder so kommt ein Sturm. Dass es auch nicht zu häufig ist, sonst wird's, das ist ziemlich unrealistisch hier in der Wüste, dass es da so oft regnet. Also ich glaube, das ist dann, wenn schon, eine große Ausnahme, dass das passiert. Aber, ne, ihr wisst ja Bescheid. Achso, ich kann ja schneller laufen, wenn ich die Waffe wegstecke. So, naja, ich wäre euch auf jeden Fall sehr zugegen, wenn ihr mir sagt, was ich gegen die Abstürze tun kann, weil irgendwie ist es doch ein bisschen viel. Ich habe jetzt gedacht, so alle 2-3 Parts mal, aber wenn das jetzt jedes Mal beim Schnellreisen passiert, ist schon ein bisschen nervig, ne? Zeigen Sie mir mal, was Sie haben. Ja, das sollte hinkommen. Gut hinkommen. In Ordnung. Wir werden was zusammenbrauen, das die Leute auf der Walz Heilpulver nennen. Gehen Sie mal zum Lagerfeuer und versuchen Sie es. Mhm. Okay. Blefling Mini-Burger. Hört sich gar nicht mal so schlecht an. Was gibt denn das? Durst minus 28, Hunger minus 56 und 2 Punkte für 15 Sekunden. Ja, das sind dann alles wie so Hots, also Heal over Time. Wer das kennt aus dem Multiplayer-Jargon. Gib mir minus Wahrnehmung. Okay, Heilpulver. Finde ich ja doof. Nein. Hey, nicht schlecht. Sehen Sie, um nach Rezept zu arbeiten, braucht man nur die richtigen Zutaten und das richtige Wissen. Manchmal braucht man nicht mal ein Lagerfeuer. Vielleicht müssen Sie ja mal an Ihren Waffen und der Munition herumfummeln. Wichtig dabei ist aber, dass man weiß, wie es funktioniert. Man braucht nur den richtigen Arbeitsplatz. Eine Werkbank oder eine Ladebank oder so. Tja, das sollte für den Anfang reichen. Ich kehre jetzt um. Hoffentlich habe ich kein gutes Lied aus der Jukebox verpasst. Cheyenne wäre untröstlich. Hey, tun Sie mir einen Gefallen. Trudy, die Barkeeperin des Prospector, ist so eine Art Stadtmutti und trifft gern alle Neuankömmlinge. Sie wäre sauer auf mich, wenn ich sie nicht bitten würde, mal vorbeizuschauen und Hallo zu sagen. Jo, mach ich doch. Trudy im Prospector Saloon treffen. Ist da noch jemand? Ach, ich glaube, ja. Ja, warte mal. Wenn es... Moin. Hallo, können Sie mir helfen? Barton Thorn, was ist denn? Mein Mädchen ist da oben auf der Anhöhe von Geckos umzingelt und ich komme nicht zu ihr. Bitte, sie wird noch sterben. Na klar, wo ist sie denn? Folgen Sie dem Weg vorbei am kaputten Funkturm und gehen Sie nach rechts. Sie finden sie am Ende des Pfades. Na gut, mach ich. Wirklich? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Bitte beeilen Sie sich. Ja, hier habe ich übrigens aufgehört letztes Mal. Ungefähr an der Stelle, nachdem ich das Tutorial beendet hatte. Ich muss jetzt da rauf und dann wieder hier irgendwo. Ja, okay, das habe ich damals noch gemacht, glaube ich. Das habe ich damals gemacht. Aber gut, wie gesagt, das werden wir nächstes Mal klären, was es dort zu finden gibt. Ihr werdet vielleicht überrascht sein, wenn ihr es noch nicht kennt. Aber ich denke mal, das ist sehr unwahrscheinlich. Wer kennt das Spiel nicht?
Sieht jetzt gerade ein bisschen komisch aus. Normalerweise bewegen sich die Wolken viel mehr. Oh, die Sonne. Naja, wäre auf jeden Fall wie immer lieb, wenn ihr mir was Schönes da lasst. Leute, gebt mir ein Like auf das Video, wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt. Schreibt mir was Nettes drunter. Ganz wichtig, Abstürze. Was kann ich dagegen tun? Vielleicht habt ihr so ein paar Tweaking-Möglichkeiten. Ich weiß, es gibt da so eine 4 GB Mod, dass die... Könnte auch daran liegen, weil das Spiel unterstützt nur 2 GB. Aber die 4 GB Mod, die kriege ich nicht installiert. Dann startet das Spiel nicht mehr und ich muss das Spiel von Steam überprüfen und reparieren lassen. Ganz doofe Geschichte. Naja, auf jeden Fall, Leute, wir sehen uns wieder, wenn ihr möchtet, nächstes Mal bei Fallout New Vegas.